Bismillah, Alhamdulillah, Salat wa Salam ala Rasulillah. Jazakallah khair, Bruder Sami, für den sehr informativen Vortrag. Und nachdem wir jetzt sehr viele theoretische Vorträge gehört haben, wollten wir jetzt auch ein paar Vorträge hören. Es ist genau einer geworden, aber trotzdem besser als keiner, über praktische Erfahrungswerte. Und wir haben in der Stadt Heilbronn tatsächlich mal versucht, mit unseren Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen, eine Gebetszeit, nämlich die Fajr-Gebetszeit, zu beobachten. Es hat einfach einen praktischen Grund. Die meisten interessieren sich für die Fajr-Zeit. Und weil davon eben nicht nur eine Säule der Religion abhängt, sondern auch das Fasten. Und es ist sehr, sehr anstrengend, das zu machen über einen längeren Zeitraum. Da haben wir gesagt, nehmen wir lieber die, die am relevantesten ist. Beim Isha kann man ja einfach mal sagen, betet ein bisschen später, also Ihtiyat sozusagen. Dann ist man, dann hat man das Problem praktisch gelöst. Aber beim Fajr ist es noch ein bisschen schwieriger. So, das war die Geschichte. Also wir haben tatsächlich, um das auch zu bestätigen, wir sind nicht da nur einmal raus, sondern wir haben das über ein ganzes Jahr lang gemacht, sogar ein bisschen mehr als ein Jahr, aber dann hat irgendwie die Motivation dann auch aufgehört, aus zwei Gründen. Erstens war es sehr anstrengend und zweitens, weil wir gesehen haben, unsere Werte sind gut. Also wir haben das, verglichen mit dem Kalender, da ist ja eine schöne Kurve. Und bei dem, wenn wir gleich auch sehen, und bei unseren gemessenen Werten entstand die gleiche Kurve, nur ein bisschen verschoben, natürlich mit Fehlern und so, aber sie, und dann wussten wir, okay, wenn wir es jetzt weitermachen, werden die Werte ein bisschen besser, aber es gab so viele gute Tage, wo man sehr schön sehen konnte, dass man die Fehler sehr schön erkennen konnte und auch eine schöne Linie durchgängig zeichnen konnte, ja. Aber wir haben das dann für ein Jahr lang gemacht auch vereinzelte Personen, die auch mal ab und zu geguckt haben, sehr selten, die haben auch gesagt, die Realität stimmt nicht überein mit dem, was wir hier im Kalender haben. Ja. Ja, ganz praktisch, wir haben eine Kamera uns besorgt und haben sie in Richtung Himmel aufgestellt. Systematische Fehler ist auf jeden Fall Der Ort, an dem wir fotografiert haben, war nicht der beste. Der war nicht der beste. Aber, ich sage gleich noch was, ich nehme es gleich vorne weg, durch die Erfahrung sammelt man ein paar Informationen. Und dazu gehört, dass der Fehler, der aller Wahrscheinlichkeit nach, ich rede jetzt einfach aus der persönlichen Erfahrung, mehr nicht, ja, Der Messfehler, der dort entsteht, das heißt, der wahre Zeitpunkt, wo die Fajr-Zeit eintrifft und der Moment, den wir festgehalten haben mit der Kamera, ist mit Sicherheit nicht 1:1. Also das wird schwierig sein, muss man ein paar Jahre beobachten. Aber was wir sagen können ist, dass der Unterschied nicht gravierend ist. Also es ist vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, lass es, wenn es hochkommt, 5 Minuten sein, weil da vielleicht ein Berg dahinter ist oder sowas, eine Erhöhung. Aber die Zerstreuung des Lichtes am Himmel, das geschieht so schnell, dass der Himmel so schnell hell wird, relativ hell wird, dass diese Fehler im Vergleich zu unseren Fehlern, die wir in Kalendern haben, oder Unterschiede haben von bis zu 50 bis zu eine Stunde, ist so vernachlässigbar gering, dass man sagen kann, man hat endlich mal eine Grundlage gemäß der man beten oder fasten kann. Wir haben eine Kamera genommen, haben die in Richtung Himmel aufgestellt, haben einen Experten über Fotografie erstmal die Einstellung an der Kamera so vorgenommen, dass das, was wir aufnehmen, das ist auch ganz wichtig, übereinstimmt mit dem, was wir mit dem Auge auch sehen. Weil das ist auch, was wir vorhin im Vortrag gehört haben, die rote Abenddämmerung ist immer noch da, nur ich sehe sie nicht mehr. Das ist ja das Interessante. Ja. Meine Zäpfchen, ja, oder die Zapfen, wie die heißen, die funktionieren nicht mehr in der Nacht, weil nicht genug Licht da ist. Ja. Und deswegen kann ich praktisch bei der Kamera, wenn ich will, so einstellen, dass ich die roten Abenddämmerungen wunderbar sehe noch. Es ist fast hell sogar am Himmel. Ja. Die Einstellungen müssen gut sein. Das haben wir dann versucht zu adjustieren und dann haben wir im 2-Minuten-Takt Fotos geschossen. Also wir haben dann eine, weil da ist ja keiner bereit, da in der Nacht dann,
eine halbe Stunde, sage ich mal, vor der vermeintlichen Fajr-Zeit aufzustehen und dann in regelmäßigen Abständen zu fotografieren, bis die Zeit eingetroffen ist, sondern das programmiert man mit dem Timer und der schießt dann alle paar Minuten, wie man es eben einstellt, ein Foto. Und das haben wir dann gemacht. Und dann, um auch zu bestätigen, dass es nicht nur eine Person macht, weil wir sehen unterschiedlich, das war dann immer sehr spannend. Wir haben dann alle paar Tage oder was vielleicht einmal im Monat oder mehr oder weniger uns zusammen alle getroffen in einem dunklen Raum und das projiziert an eine Leinwand und natürlich verstellt das natürlich auch. Ne? Also der eine Laptop ist nicht wie der andere und der Bildschirm nicht wie der andere. Also da gibt es auch dann kleine Fehler, die sich einschleichen können. Und haben uns dann zu 5., 6., 7., 10. Raum gesetzt und haben uns die Bilder angeschaut. Und dann haben immer diejenigen aufgeschrieben, die gesagt haben, jetzt ist die Fajr-Zeit. Ja? Und dann nochmal weiter, nee, war doch nicht. Weil da hat gerade im Hintergrund jemand eine Lampe eingeschaltet oder da hat jemand sein Garagenlicht eingeschaltet oder so. Da wurde es dann plötzlich heller und dann wurde es wieder dunkler. Ja? Und dann haben wir nach dieser Methode, ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel gemacht, das ist alles der Horizont, das ist immer alles im Osten logischerweise. So, jetzt wird es langsam heller. Und dann jetzt wird es wieder dunkler. Das heißt, da war ein Licht im Hintergrund, das weggegangen ist. So, das ist die Folie. Ihr werdet natürlich nachher sehen, wird das richtig eingeblendet. Ja? Aber von diesem Übergang, von diesem Moment 77 auf 78, da beginnt eine erste Erhellung und eine zweite und eine dritte. Und jetzt wird's so hell, dass jeder erkennen kann, dass es hell geworden ist, außer ihr hier im Saal seid. Okay? Ich klicke einfach ein bisschen weiter, dann wird es so hell. Das heißt, da saßen wir tatsächlich vor dem Monitor und haben dann gesagt, jetzt ist es hell geworden. Der andere sagt, nee, noch nicht. Und dann haben wir die Eindrücke waren dann auch tatsächlich unterschiedlich. Sogar am Fotoapparat selbst oder am Bildschirm selbst. Ja? Und dann wird es irgendwann, aber sieht man es ja auch. Ne? Aber ihr seht, diese Unterschiede, das sind immer 2 Minuten. Das sind 2-Minuten-Takte. Ja? Was ihr hier als dunkel seht, das ist eigentlich schon längst Fajr, ja. Und das sieht man dann hier so. Und an manchen Nächten, das war jetzt ein sehr schönes Beispiel, an manchen Nächten, besonders im Winter, konnte man sehr schlecht sehen. Ja? Wenn es regnet, ja. Kurze Frage, habt ihr die Belichtungszeit von der Kamera immer konstant gehalten? Weil wenn die auf Automatik ist, dann würde die ja nachregeln jedes Mal. Ja, also wir haben die Daten immer konstant gehalten. Also wir haben die so, ich habe es nicht auswendig, aber ich habe es aufgeschrieben, was wir da als Maßstab genommen haben, ja. Und dann ist es irgendwann hell, das ist dann nicht mehr so interessant. So, das ist so jetzt immer schön heller und heller und heller und heller und heller. So, jetzt. Dann hat sich Folgendes ergeben. Wir hatten eine Tabelle, bei der wir nach dem Datum, das war sozusagen der Kalender. Ja, das ist der Kalender, wie er da steht. Und ihr kennt das ja, kurz vor 3 morgens ist dann mitten im Tiefsommer ist dann die Fajr-Zeit. Und hier ist dann unsere Sichtung gewesen. Das ist unsere Sichtung. Und das ist grüne ist dann, was wir dann tatsächlich eingetragen haben. Ja? Und das ist nicht immer dasselbe, was wir gesichtet haben. Warum? Weil wir bei der Sichtung Ergebnisse hatten, wo wir genau wissen, das ist eindeutig falsch, das kann nicht sein. Ja, wir hatten Sichtungen, das kann nicht sein. Und der Fehler ist ja eher dann bei der Fajr-Sichtung, dass man den Fajr zu spät sieht. Ja, du siehst den Fajr und dann weißt du, aber das aufgrund der Wetterverhältnisse, die eben schlecht waren, wir haben es auch dokumentiert an dem Tag, hat geregnet, es war bewölkt, das haben wir auch gemacht, dann wussten wir nachher, dieses Wert, dem kann man sich nicht ganz verlassen. Und der andere Wert, da war die Sichtung super, da haben wir auch zugeschrieben, sehr klare Sichtung. Also das waren eher Messwerte, auf die wir uns dann verlassen haben. Ja, und dann entstand halt diese Kurve. Ja, und das ist halt das Interessante. Diese blaue Kurve, das ist ja sozusagen die aus dem alten Kalender, ja, wo dann die Fajr-Zeit sehr früh eintrifft. Ja, das ist diese blaue Kurve. Die roten Punkte sind unsere Ergebnisse. Die liegen logischerweise alle darüber, weil man sieht es erst später, wenn überhaupt. Ja. Und man sieht, es gibt gute Werte. Was heißt gute Werte? Also Werte, wo man es relativ früh sieht und Werte, die sehr spät sind. Also es kann ja nicht sein, dass der Fajr
wie heißt es, am ersten Tag zum Beispiel um 3.40 Uhr ist und dann am nächsten Tag um 3.50 Uhr ist oder sowas. Ja? Also so eine Diskrepanz kennen wir aus der Erfahrung nicht, zumindest nicht für den Ort Heilbronn. Und dann haben wir einfach für uns, ohne höhere Mathematik oder so anzuwenden, gesagt, wir ziehen die Linie an den tiefsten Punkten. Ja, das heißt, da, wo wir den Fächer zum ersten Mal gesehen haben, diese und davon die besten Werte nehmen wir. Und dann entstand dadurch die graue Linie. Und das Interessante ist, wie man sieht, egal was man sich betrachtet, es ist einfach tatsächlich parallel zu den anderen Werten. Ja, und dann beginnt es hier alle Jahre wieder. Ja, kann man wieder weitermachen, dann, wenn man dazu Lust hat. Ja, was war das Ergebnis? Das war jetzt, wie gesagt, über ein Jahr hinweg hier. Von Juli 2014 bis Juli 2015. Und dann haben wir als Ergebnis tatsächlich, dass wir seit 2015 in der Region um Heilbronn die Fächelzeit gemäß dieser Sichtung genommen haben. Wir wissen, dass da Fehler drin sind. Also wir wissen, dass diese Sichtung nicht 100% richtig ist. Aber wir sind überzeugt davon, dass sie besser ist als jeder andere Kalender, den wir da hatten. Ja. Weil wir hatten so als Ergebnis im Sommer, wenn die Fächelzeit sehr, sehr früh eintrifft, hatten wir ungefähr erst eine halbe Stunde später die Fächelzeit gesehen. Und im Winter war der Fehler, den wir festgestellt haben, etwa eine Viertelstunde. Halbe Viertelstunde, ja. Das ist das Ergebnis, Alhamdulillah Rabbil Alamin. So viel zu den Ergebnissen, also sie hatten tatsächlich so eine Kamera gehabt, ist auch nicht besonders teuer. Ich kann nur jeden dazu motivieren, dass er auch mal so eine Erfahrung macht, dann weiß man sicherer, inshallah ta'ala, wie man mit diesen Sachen umgeht. Jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum.